heute total krank fühlt und von den anderen Mädchen mal wieder nichts als verbale Giftspritzen erntet. So traurig. Und wieder einmal ist es Jessie, die richtig fies zu Larissa ist. Was mit der Frau ist, interessiert mich nicht. Diese Frau geht mir links und rechts am Arsch vorbei. Harte Worte gegen Austrias Next Topmodel. Und so hat alles begonnen. Neue Challenge für die letzten 10 Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel. Auf dem Laufsteg machen sie sich ja schon ganz gut. Aber heute müssen sie sich als Cheerleaderinnen der Miami Dolphins beweisen. Am Abend tanzen sie vor 300 Miami Dolphin Fans vor. Die Mädchen sind schon ganz aufgeregt und Sabrina ist ganz angetan vom Miami Dolphins Maskottchen. Was hat er gemacht? Sie hat über den Arsch gefackelt. Oh, der ist ja böse. Schau mal, ich kann ja mal in den Mund. Böse ist auch die Choreografie der Neo-Cheerleader. Die ist vielen Mädchen einfach zu schwer. Also, ich kriege es einfach nicht gebacken, diesen Scheiß, ja? Entschuldigung. Fertig. Doch auch unsere Larissa hat damit ihre Probleme. Tolle Aktion, echt. Scheiße, ich kann das. Irgendwie habe ich Probleme mit Choreografien und überhaupt mit dem Teil, das juckt. Und dann wird Larissa auch noch schlecht. Mir ist voll übel, ich habe eine Magengrippe. Nee, ich fühle mich voll schwach, wie man sich halt fühlt, wenn man eine Grippe hat. Ich würde es ja auch gern lernen und so. Aber wie gesagt, wenn es mir gesundheitlich nicht so gut geht, ich suche die ganze Zeit schon einen Punkt, wo ich hinlaufen kann, wenn ich mich übergeben muss, echt. Larissa leidet und kann nicht mitmachen. Doch statt ihr zu helfen, lästern die anderen über sie. Sie unterstellen ihr, die Grippe nur vorzutäuschen. Ich meine, ihr ging es jetzt die ganze Zeit gut, ihr ging es draußen gut, hat die ganze Zeit rumgescherzt und dass es ihr jetzt irgendwie von jetzt auf gleich schlecht geht. Ich weiß nicht, ob sie keinen Bock hier drauf hat, ob sie es nicht kann oder, weiß ich nicht, ein bisschen Attention haben will. Wenn sie was gut macht, dann hat sie es nicht und wenn sie was schlecht macht, hat sie halt was. Das ist ihre Sache, wenn sie es nötig hat. Was mit der Frau ist, interessiert mich nicht. Diese Frau geht mir links und rechts am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Gespiel ist oder keine Ahnung von ihr, aber das interessiert mich einfach nicht, was sie hat. Da ist aber jemand stutenbissig und Larissa kann sagen, was sie will. Larissa, how are you feeling? I feel ill. I have a, das heißt eine Grippe. I think I have a flu. I feel ill since two days. Since yesterday. Und mir geht's echt nicht gut. Und Footballspieler sind auch keine in Sicht. Also. Dann wird es mir ja vielleicht besser gehen, aber tja, meine Medizin ist noch nicht da. Wird sich Larissa trotz Krankheit der Challenge stellen und mit ihren Model-Konkurrentinnen auftreten? Oder wird sie sich von den Anfeindungen unterkriegen lassen? Das sehen Sie bei Germany's Next Topmodel auch am Samstag um 13.50 Uhr auf Puls 4. Ja, so viel zum Thema Germany's Next Topmodel. Da hat ein Kalorien-Song echt super jetzt drauf gepasst. Wahnsinn. Die Mädels sind ja sowas von schlank, das ist ja, unglaublich. Die können wann alle essen, du das was sie wollen. Mal, Topmodel nur. In Österreich? Hast du das die ganze auch mal Zeit gewonnen? Ja, natürlich. Ah, ja. Ja, klar. Mhm. Wie glaubst du, bin ich denn zu Puls 4 gekommen? Ach, das ist Topmodel das sein, damit du, ja, das Topmodel. Ist hier natürlich. Da, ich cool. Möchte den Kalorien-Song unbedingt.